Mein Name ist Arne Dietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter und ich bin hier im Studio von Özgürüz. Und ich spreche heute mit Galcay Halac und freue mich sehr, hier zu sein. Sie sind Redakteur dieses Magazins. Wie kam es dazu und worüber berichten Sie? Als Can in Berlin seine Arbeit aufgenommen hat, also das heißt kurz davor, Can Dündar. Can Dündar von der Cumhuriyet. Von der Cumhuriyet. Ja. Wir haben uns kurz davor kennengelernt. Und damals hatte er eine Online-Plattform zu gründen vor, aber auf Türkisch. Dann haben einige, unter anderem ich, gesagt, nein, du musst das unbedingt auf Deutsch machen. Es muss auch die deutschsprachige Öffentlichkeit erreichen, auch die jungen Türken hier, denn sie sprechen besser Deutsch als Türkisch, die meisten jungen Türken. Und so entstand natürlich das Problem der Übersetzung all der Artikel, die bei uns auf der Webseite erscheinen und jetzt später natürlich auch in der, im Magazin. Und damals habe ich Can gesagt, sei beruhigt, die ganze Verantwortung für die Übersetzung übernehme ich. Ja. So fing es an und im Laufe der Arbeit wurde es immer mehr eine inhaltliche Zusammenarbeit, ja. Sodass wir auch die kommenden Inhalte zusammengestaltet haben. Und irgendwann kamen wir zu dem Punkt, dass wir mit unserer Arbeit, mit unserer Berichterstattung tiefer gehen wollen und Analysen über die Türkei veröffentlichen wollen. Und das können wir nur in Form einer Zeitschrift. Online ist es nicht so leicht zu lesen, das meiste, was wir hier schreiben. Und die Berichterstattung, die wir live machen aus der Türkei auch, das sind meistens Tagesereignisse. Ja. So, wie habt ihr das geschickt gelöst? Das ist jetzt hier die deutsche Fassung und man dreht es einfach um und hat dann die türkische Fassung. Das heißt, man kann dieses Heft von beiden Seiten lesen. Dieses Heft ist jetzt zum ersten Mal erschienen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was sind die Hauptinhalte und wie oft habt ihr vor, das zu veröffentlichen? Dieses Jahr werden wir jede 2 Monate ein neues Heft machen. Das ist die Gründungsphase. Nächstes Jahr haben wir vor, monatlich ein Magazin rauszubringen. Und wir widmen jede Ausgabe einem bestimmten Thema, einem Schwerpunkt. Unser Schwerpunkt für die erste Ausgabe ist, wohin geht die Türkei, quo vadis Türkei? Ja. Und wir beleuchten die Fragestellung aus verschiedenen Richtungen. Quo vadis Erdogan? Mhm. Und wohin geht die türkische Wirtschaft? Wohin geht die türkische Politik, die Opposition? Wie sieht es aus mit den, wie unsere Autorin es hier beschrieben hat, mit den verworfenen Körpern? Das heißt, mit den Menschen, mit Frauen und Kurdinnen und Kurden, die für die Regierung oder für Erdogan, für diese Ideologie nicht zu erster Klasse Menschen gehören und deswegen verworfene Körper. Aus vielen verschiedenen Aspekten beleuchten wir die heutige Türkei. Okay. Wie kann man das Magazin bekommen? Wo ist es erhältlich? Was kann man machen? Das Magazin ist im Moment nur dadurch erhältlich, dass man sich auf die Webseite von Özgürüz einwählt. Mhm. Das ist Özgürüz.org, also nach diesem Wort ohne Umlaut, ein Org. Okay. Und da gibt es oben einen Button, das führt zum Magazin. Und wenn man sich dort einträgt als Mitglied der Özgürüz Community, dann bekommt man dieses Magazin zugeschickt. Wunderbar. Ansonsten verfolgt man einfach den Hashtag und ist auf Twitter auch täglich mit den Neuigkeiten dabei. Also, gehen Sie auf die Webseite, werden Sie Mitglied, lesen Sie dieses sehr spannende Magazin und verfolgen Sie, begleiten Sie die Arbeit dieser Redaktionsgruppe, die einen wichtigen Beitrag leistet, denn wie gesagt, wir haben fast 3 Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, die Deutsch und Türkisch einen Hintergrund haben, auch die meisten in Türkisch oder Deutsch lesen oder einen Hintergrund haben und deswegen ist der Diskurs auch bei uns im Land sehr wichtig, nicht nur für die Menschen, die jetzt außerhalb Deutschlands leben. Richtig, und wir haben viele Millionen Deutsche, die sich für die Türkei interessieren oder mit der Türkei eng verbunden sind. Ja. Herzlichen Dank für die Arbeit und wir kommen gerne wieder und begleiten Ihre Arbeit. Sie sind immer herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute.